Hansi das erschießen kann, ich mitnehmen. Den Nightwing nehme ich mit. Ich habe den Tomat dabei. Achso, ich habe ja auch. Okay, dann ist. Ich habe meinen vorher nicht gefunden. Habe ich den auch nochmal. Aber ich habe keine Beide weitergebaut. Nimm Chillset mit. Verlass du den jetzt, oder? Chillet mit. Ich hab das normale Chill, das normale Set. Achso, den Boss habe ich dabei. Den Boss, genau, weil der Freeze, dass wir vielleicht immer einen der dabei haben, draußen haben. Der war geil, Mann. Den Tanzi habe ich, der hat ist Maschinenpistole. Der Nightwing, keine Ahnung. Also der Tombat hat ja bei mir so Ultraschallsensor. Das ist der scannt halt, wenn andere dagegen sind. Hat der was Gutes gemacht? Ich würde vielleicht einen Dino sogar mitnehmen. Als Ersatz zum Test. Tombat, der macht bei mir halt Gift, ne? Ja. Der muss ja bei mir auch. Giftschuss, genau. Der andere hat. Ich hab den Fuchs für Feuer. Habe ich auch. Chill für Eis. Den Tombat ich auch. Für Gift. Same. Und ja. Jetzt habe ich noch so einen Nightwing. Und ich hab Tanzi hier. Der schießt halt. Aber ist halt. Ich würde irgendeinen tauschen gegen den Dino. Zum Test. Ich tue den Tanzi mal weg. Nochmal einen Dino hier. So, Bären können wir hier klauen. 86 Stück oder was? 40 Stück reichen, ja. Okay. Welche Maustaste, dann der Dino. Welches Level bin ich denn? 15. Die sind noch gar nicht so hoch wie ich. Muss ich ein bisschen arbeiten lassen hier. Ich komme mir vor wie so ein Jäger teilweise. Okay. Ja, Schüsse muss man halt schauen. Also ich habe jetzt 117 immer noch. Ja, ich baue gerade hier noch Pfeile. Und ich habe. Ja, hast du noch Phasen für den Doppelbogen? Ah nee, oder machst du jetzt Armbrust? Ich mache jetzt Armbrust. Ich kann dir den Doppelbogen geben, Dreifachbogen. Ja, ich wollte sagen, dann kannst du mir den Doppelbogen rüber schmeißen. Genau. Ich glaube, den hast du eh schon gebaut. Achtbogen. Nee, noch keine Phasen gehabt. Ich wollte Phasen holen, war abgelenkt. Kenne ich. Phase musst du halt manuell farmen noch. Naja. Mache ich mal ein paar noch. Das kann nicht sein, dass wir manuell farmen müssen. Das geht nicht. Bricht alles zusammen hier. Geht aber echt gut her. Sehr, sehr stabil. Hast du irgendwelche Frame-Anzeigen bei dir aktiv? Was? Bin anzeigenlos. Ich hab halt so 130, 140, je nachdem, wo ich ja bin, was ich mach. Ohne DLSS ein paar ein bisschen weniger. Aber das ist doch gar kein DLSS. So. Bin voll. Ey, das mit dem Kissen ist geil. Dass das voll auf die Kissen zugreift alles, also Hammer. Ich bin für andere Spiele brauchst du für Mods, ne? Du brauchst für so viel Mods, um das so hinzukriegen, das ist brutal. Das ist krass. Bockbälle habe ich halt immer noch 30, falls weißt du nicht. Ja, ich habe 16. Und wir können sie dann. Wenn es dunkel wird, nochmal hinlegen. Aber wo müssen wir hin? Überhaupt? Oh. Ich hab auch dieses Ding da gesehen, wo du. Ich habe zwei gehabt von denen. Einmal so ein Boss, der so rot war und einmal, der nicht rot war. Zwei von diesen Dungeon-Teilen. Stand da, läuft ab irgendwann. Dungeon? Ja, eben, genau. Der Dungeon, wo ich vorstand, der ist dann ja weg gewesen. Der war ja direkt neben dem Portpunkt. Achso, bei mir. Ja, bei mir war es halt 22 Stunden oder so. Oder das Minuten? Ja, bei mir war es halt original noch 2 Minuten. Ah, ja, okay. Der Bogen liegt hinter dir, ne? Weiß nicht, ob der die spawnt. Jo. Also ja. Der ist schon geil, wenn du
komplett anspannst und alle drei triffst, du verbrauchst nur einen Schuss für drei Schüsse. Das ist halt ultra. Okay, gutes Wild. Ja. Ich mach Nails. Oder zumindest probier's mal mit dem Bogen, mit dem Arm, mit der Armbrust, wird schon schief gehen. Endlich hilft er mir hier. Das sind meine Freunde, diese Cheetos. Haben die einen Namens, ist die Namensgebung ähnlich wie bei Pokémon? Bei Pokémon ist das ganz einfach, es ist immer, also hier keine Ahnung, sowas wie Glumanda, ne? Einer von denen da, ganz erst, ist eine kleine Echse mit einem Feuerschwan. Da baut sich der Name zusammen aus Glut und Salamander. Okay, okay, das hat eine Logik, alles klar. Ist ja, weißt du, ob das hier auch so ist? Teilweise. Der Teepfand sieht aus wie ein Elefant und ein Teekessel, ne? Oh ja, okay, okay. Macht Sinn, macht Sinn. Wenn ich könnte 383 Bären Max grillen, oh mein Gott. Nie fertig werden. So. Na, la, 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 Luna. Theoretisch könnten wir schlafen und los, wenn du willst. Jo. Nacht. Ach die. Doppelte Stöhnen gehört hier. Geil, Mann. Als im Main. Ah, hast du noch schlimmer im Aufstehen, ey. Geil, ey. Schau mal meinen Speer an. Guck mal an. Wie lang das Ding ist. Oder er ist ultra lang. Und wenn ich es am Rücken hab, schau mal, das passt gar nicht zum Char. What the fuck? Mhm, ja. So reagieren sie. Ich kenn das. Ja, ja. Jetzt hat die Frage, wo wir hinwollen, ne? Wir porten es auf jeden Fall mal zum ersten, oder? Und dann gucken wir mal, ob da irgendwas ist. Ach so, zum Turm. Ich dachte, zum Hochland der Grasriesen. Ja, das nächste. Wir können auch zum Hochland porten, ja? Turm war. Oh, oder das Banditenlager überfallen. Machen wir das zuerst. So als ja, Warm-up. Ja, das Banditenlager. Als Warm-up. Also zum Turm hoch. Schnellreise. Jawohl. Boah, ob die Ausdauer bis unten reicht? Oh mein Gott. Nein. Nein, tut sie nicht. Du musst zwischen noch das abbrechen ist, und fallen. Bin. Ach, hast du schon probiert? Wie viel Ausdauer hast du? Ich hab 160. 150. Ich hab's halt nach unten probiert, also in die andere Richtung probiert. Ja, dann gehen wir halt einfach runter, oder? Einfach runter. Also wir hätten uns einfach nach unten wir können porten können. Ja, dann machen wir das. So eine Scheiße ist da direkt unten. Seh's klar. Ich hab's auch gesehen, das blau leuchtende Ding ist das. Okay, gehen wir hier hoch. Ist halt so schön der Aussicht, wäre es so cool, so von oben zu kommen. Ja, und der Dungeon hier hatte halt eben noch. Also. Was, ist der wieder da? Ja, der ist wieder da, hier. Ja, okay, dann können wir ja direkt rein. So, da eh wurscht. Können wir direkt rein. Okay. Okay, mich hat's einfach reingefordert. Bei mir fragt er, betreten, ja oder nein? Ja, yeah. Ich bin jetzt hier. Bist du auch hier? Du musst auch hier. Ja, hinter dir. Jo, das ist ja ein richtiger Dungeon. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. What the fuck? Da links ist einer. Kann ich hier markieren? Ah, Level 5. Warte, ich zeig dir mal meinen Bogen. Oh, okay. Scheiße, ich dachte, Giftdrüse, den können wir auch holen. Kann man hier... Guck mal, wir können vielleicht was abbauen hier. Ist das Gold oder was ist das? Ja, Schwefel ist das. Ja, da hättest du noch eine geile Hacke bauen können, ne? Ah, nicht dran gedacht. Ja, aber Gewicht ist halt... Ich baue einen Stein ab, bin voll. Vielleicht sind die Dungeons gar keine Dungeons, sondern sie sind nur Farmdinger. Deswegen sind sie auch manchmal weg. Das sind gar keine Bossdinger. Also das hier ist normales Erz. Ich habe 38 Schwefel mal. Da ist jemand da vorne. Level 7. So einen haben wir noch gar nicht. Und oh mein Gott. Entschuldigung. Scheiße.
Ist da in der Mitte was, oder? Ja, die Sonnenstrahlen sehen da so einladend aus. Und da gibt's hier einfach gar nichts. Auch gut. Leder. Oh, hier ist so ein runder Kreis, vielleicht so ein Kampfarena-Ding. Das sieht sehr nach Bosskampf aus. Geportet hoch oder was? Okay, oder gar nichts. Ach, jetzt gibt's. Alter, jetzt müssen wir uns auch noch merken, aus welcher Richtung wir kommen, oder? Oh mein Gott, wir kommen von. Ja, gegenüber von dem Tor halt. Ah, da ist ein Menschen. Wilder, da Level 7, 8. Kopfschuss. Nochmal. Da kommt einer. Okay, komm näher. Ich probiere mal Nahkampf aus mit meinem Speer. Komm. Die kommen mit dem Knüppel. Oha! Die jumpen sogar. Du bist gar nicht hier. Du spawnst oder was? So. Da kriegst du? Nee, oder? Du Kacke, was denn hier passiert alles? Das ist auch hinter der Wand. Da bist du ja, wo warst du? Hallo, hallo, hallo? Ja, 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 jetzt bin ich, jetzt höre ich dich wieder. Können uns Starlink alle, weiß ich nicht. Ich habe hier vielleicht gegen Satellit abgestürzt. Kann ja sein. Gegen so Wilde da gekämpft. Ja, ich sehe noch nicht, dass mein Discord wieder da ist. Ne? Bei mir ist das noch am Verbinden. Ja, ja, das ist immer so bei dem Ding. Ich bin hab so Wilde da getroffen. Ein bisschen Armbrust, bisschen Spitz, Metallspeer geht gut. Ja, ich muss das gerade hier nochmal abschießen, das ist noch kaputt. Jo. Okay. Das ist ein normales Ding, oder? Jetzt brauchen wir halt gar nicht. Ich bin hier sowieso nie wieder raus, egal wie. Schwefel ist wieder, gell? Das ist normales Erz, okay. Das brauchen wir jetzt hier nicht holen. Wegen Gewicht ist zu schwer. Jetzt sind wir hier am Anfang? Das ist doch nicht mein Fuzzi. Ach. Hier ist eine Kiste. Rot, Stahlschlüssel, Goldmünze. Okay. Nichts. Ja, okay, hier war der Eingang. Irgendwo. Da, 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 da. Da, 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 da. Hier sind so Minenleute oder was? Ist
du nicht, dann kommen wir her. Ich bin im Kreis gelaufen, okay. Dann gehe ich mal geradeaus. Schreibt. Kanal aktivieren, runterladen, Statistik, Route unreachable. Oh. Okay. Unreachable. Satellit abgestürzt. Kurz Nahkampf. %, komm. Geil, Mann. Megasphäre, hier, Paldings, du brauchst safe, Wandfackel, geil. Wandfackel ist super. Über 10. Ist das bei dir automatisch schon eingestellt oder was? Dass das ja, Geräusch kommt? So eine Kacke. BB. Beitrittssound. Ich habe Kilamadis hier gefunden. Hier ist irgendwie nicht. Ich bin dann im Kreis gelaufen. Ein, zwei Banditen, ein paar Kilamadis. Anscheinend ist das so eine Farmhöhle, wo du dann farmen sollst. Ja, gut, wenn das halt für so seltene Mats ist wie ja. Schwefel, hieß das. Genau, genau, für sowas ist das. Gibt auch normale Sachen, gibt auch so einen fetten. So einen fetten blauen, den es da draußen in die kleinen gibt, aber ich mache halt Schwefel ruhig jetzt nur. Sind ein paar Banditen da. Kalamaris. Schade, ich dachte jetzt Dungeon und so, Mann. Ja, Steinkohle gibt es hier. Das heißt auch, das habe ich auch noch nicht gehabt. Steinkohle, normales Erd schmeiße ich halt weg. Bruchstücke auch. Schwefel nehme ich mit. Muss ich essen. Mal schauen, ob du hier wieder spawnst. Ich weiß ja nicht, wenn es disconnected, was jetzt hier ist. Ich darf noch nicht wieder joinen. Das Spiel hat noch nicht wieder Bock auf mich. Ah ja, bist noch drin anscheinend. Ich sehe halt auch nicht, ob jemand drin ist oder nicht. Ich habe keine Infos. Ja... 240 Kilo Steinkohle kann ich jetzt nicht so schleppen, so eine Kacke. Giftdrüsen 12. Ja, ich verwende läuft gerade wieder. Jo, 506. Ich habe noch ein paar Schlüssel gefunden. Ich habe so eine Truhe gefunden. Okay, ich stehe draußen vor der Tür. Es ist nicht schlimm. Ich stehe vor der Tür und bis dann. Ich bin eben im Kreis gelaufen. Da bei dem Kreisverkehr bin ich ja links und bin da wieder an den Anfang gekommen. Ich bin beim Kreisverkehr jetzt mal gerade ausgegangen. Sei nicht eh gleich da. Werte erhöhen. Ich mache jetzt mal Gewicht, wenn ich schon hier bin. Kann trotzdem nicht mich bewegen. Ja, du wirst ja dann vorbeikommen, das mitnehmen. Lass die Steinkohle dann hier. Interactor Indicator Non heißt es. Ja. Alter Scheiße, Steinkohle. 48 Steinkohle für 240 Kilo. Jo. Klar. So, geradeaus hast du gesagt, ne? Jo, geradeaus. Dann müsstest du gar nicht gleich hier sein. Da waren die Kalimaris. Jetzt habe ich zwei geballt. Schau, was die überhaupt können hier. Paldex. Sind, glaube ich, nicht so hoch. Die waren Level 10 und 8, glaube ich.
Sind die Kalimanis? Bin ich hier bei irgendwelchen Rookies? Ja, sind wieder welche gespawnt. Einfach alles holen. Ich schau kurz nach. Kalimadi? Da hier. Beißen sich am Hals ihrer Opfer fest und saugen sie aus. Stößt man auf eine Palmmumie, handelt es sich meist um das Opfer der eines Kalimadi. Kilamadi, so rum. Ist halt so eine Art Tintenfischballon, steht hier. Partnerfähigkeit, Tintenfischballon. Ich wollte auch nicht Vampir sagen. Wenn dieser Pal im Team ist, kannst du ihn rufen und als Gleiter nutzen. Kilamadi kann dabei lange in der Luft schweben. Oh, ohne dass wir vielleicht unsere Ausdauer verbrauchen. Ja. Oha. Und von dem kommen die Giftdrüsen. Okay. Merkt man mal, ich komme mal hier entgegen. Ob ich das hier jemals wiederfinde, weiß ich nicht. Ah, hier. Hier ist doch das runde Ding da. Ich komme da mal entgegen. Ich bin da in der Mitte, wo der Kreis ist. Bitte, in der Mitte, wo der Kreis ist. Drück in die Mitte, wo der Kreis ist. So, ich bin dann rechts anscheinend im Kreis gelaufen. Ich komme von rechts raus. Ja, man kann im Kreis laufen, glaube ich. Da, wo der Kreis ist. Ja, warte, ich habe irgendeinen so ein... Ah, da habe ich dich. Hi. Tag. So. Also falls du noch ein bisschen Gewicht hast. Ja, eins von denen kann ich noch mitnehmen. Ich dachte, du bist da gerade reingefallen. Ins Loch da. Aber ich gehört der Plansch. Ne. Hier habe ich irgendwas fallen gelassen. Steinkohle hier. Großes Palladium. Ja, genau. Ja, aber lohnt sich nicht wegen Gewicht oder so. Ich hole halt die Dinger, die es draußen nicht gibt. Also hier ist Steinkohle, wenn du willst. Die gibt's, habe ich draußen nicht gesehen. Vielleicht gibt's die irgendwo. Das da. So normales. Oder? Du essen das schon? Ja, ja, 240 Kilo, 48 Stück. Erstmal Leder abwerfen. Eikediebe frisst sich, die Viecher, ey. Und ich glaube, du läufst einfach im Kreis, deswegen habe ich auch da verwirrt, ich bin da gerade aus rein. Hier ist halt nicht mehr. Es ist halt nur Schwefel und die Kohle hier. Eine Kiste mit Schlüssel und ein paar Banditen. Diese anderen Viecher halt. Ja, jetzt komme ich hier wieder rein. Hörner auch noch abwerfen. Bin ich ein bisschen überladen hier. Oh, okay, ich bin nicht ein bisschen überladen, ich kann mich nicht bewegen. Wir können ja mit der, wenn wir Bock haben, also ich habe den Server nichts eingestellt, in der Standard gelassen, nur so, ne, mit den wichtigsten Sachen, Bord und so ein Scheiß. Wir können ja schauen mit Gewicht oder irgendwas, keine Ahnung, wir da was ändern wollen müssen. Ich muss noch irgendwas abwerfen hier. Oh, Banditen. Mit Ach so, nur mit Knüppel, aber was für Loser. Ich schwäch die und dann tust du mit der Ding. Aber ich warte auf dich. Da bist du mich Ja, finden, ich bin noch überladen. Alles gut, ich bin dann wieder. Ich kann noch die halbe Kohle mit. Egal, ich bin dann wieder. Ich bin beim Bogen dann rein. Ich warte mit meinem Kreis. Server läuft eigentlich gut, klappt eigentlich auch alles stabil, läuft für alles 24-7. Nur, ich hab irgendwie so alle. Also einmal im Monat oder so, alle zwei Monate einmal komplett freeze. Also komplett freeze der PC. Das kann an allem liegen, das ist nie wieder so nervig. Naja. Und das ist jetzt zweimal miteinander aufgetreten, als ich No Man's Survive zwei Server laufen habe lassen. Was eigentlich kein Problem ist, du kannst auch 10 von denen laufen lassen, hat genug Ressourcen. Es läuft sowieso eigentlich immer zweimal Ark, No Man's Survive, Assetto or Quasa läuft immer alles. Und als ich zweimal No Man's, DayZ läuft ja auch noch. Und beim zweimal No One Survived, anstatt einmal im Monat oder alle 14 Tage, zwei Tage hintereinander. Zack, Freeze. Ja, hört. Also, wo kann man hier lang schwimmen? So, hier sind noch Banditen, wenn du hier links gehst.
Komm ich mal zu dir. Ja, schon mal so ein Baumdrache. Ja, so ein Boss. Oha! Du wolltest Bosskämpfe machen, hier ist Boss. Na klar. Oh, wie wirklich Boss? Das ist jetzt größer als der normale, oder? Yo, Dinoson, ja? Level 13, Hüter des Baumgartens. Ach, das ist Baumgarten hier, das Teil? Ja, da ist ja auch ein Baum davor. Lol, ein Baum in der ganzen Indie-Baumgarten. Ja, okay, klar. Okay, jetzt sind aber schon so ein paar Dinger hier. Okay, na dann. Ich mach First Shot mit dem Ding. Der muss erst laden. 99 bloß. Ich geh mal so hinter den Baum. Oh, 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 warte. Geht nicht, ich mach nochmal. Der ist fast tot. Viecher einstecken. Ab schon. Same. Scheiße. Ja, er war noch vergiftet. Gab aber eine seltene Drachenkugel. Okay. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Und da hinten ist die Tür aufgegangen. Okay. Da ist dein Ausgang, oder? Und dann sind wir gleich. Es gibt auf der Seite auf jeden Fall zwei Kisten. Yo! Dungeon verlassen und zwei Kisten. Okay, dann machen wir die Kisten auf. Gehen wir aber nochmal kurz zurück. Rubin und Vital-Amulett. Oh, Schmuckstücke. Ja, hat's angelegt. Lebens-LP erhöht Stufe 1. Was war bei dir auch Amulett oder was? Ne, bei mir gab's ein Technik-Tagebuch für einen TP-Punkt. Okay. Habe ich jetzt einen Lebenspunkt mehr hier? Ich habe jetzt 811. Warte, leg mal ab kurz. Ne, 770 und 811. Ui. Gutes Bild. Geil, Mann, Schmuckstück. Ah, schade, ich hatte den gern gehabt. Das ist ja Boss wieder gewesen. Aber der war jetzt schon easy. Unsere Viecher sind schon zu krass. Aber das Doofe ist, wenn die Agro nicht auf denen liegt und wir einmal getroffen werden, der haut uns aus dem Leben. Wir haben ja zu schwache Rüstung noch. Es gibt ja noch Rüstung. Es gibt da diese Stoffrüstung noch in verschiedenen Arten mit heiß, kalt. So. Ja, hier gibt es dann noch diese Viecher. So, hier rechts. Achso, bist schon da, genau. Hat schon Alarm, haben die schon da. Kannst du mich hier nicht treffen, gell? Dann kann ich in den Nahkampf gehen mit denen. Die kommen da gar nicht hoch, Leute. Okay, nur das Paar ist wehren, kein Loot bis jetzt. Der andere ist da irgendwie hier so am Rumbein. Achso, das ist ich. Okay, nix Loot. Cool, Mann. Und das Geile ist, man kann überall einfach den Gleiter nutzen. Ich habe gehört, das ist so ein bisschen wie Breath of the Wild oder so. Habe ich auch nicht gezockt. Ja. Weil immer, wenn ein Gleiter gibt es im Spiel, müssen wir es damit vergleichen. Ist das immer ein Indikator, so ein Gleiter, oder was? Gab es denn nur da, oder wie? Ja, das ist jetzt halt das Aktuellste, ne? So, ja, da Ding. Also ist der Fortnite nicht eher so? Was man sagt, wie bei Fortnite. Ja, nee, das will keiner sagen. Ja, beschämend. Was steht denn überhaupt bei meinem Charakter oben? Steht da aber das Gexler oder steht Gex TV? Gexler. Achso, weil bei dir hast du dann beim Charakter das Zeichen angegeben oder was? Das chinesische ich hab Zeichen? Halt auf Enter gedrückt, ne? Weil der chinesische Kram drin. Achso. Ist übrigens japanisch. Ja, haben wir letztes Mal schon geklärt. Stimmt. Sorry. So, ich hab noch ein bisschen. Ich hab ja geskillt hier. 443, 446, vielleicht dafür. Ah, zu. Steinkohle 2 tue ich mal weg, oder? Ja, dann geht's ja. 448,5. Ich muss auf jeden Fall. Also, ich guck mal. Ich würde halt wegen Gewicht vielleicht was machen wollen. So ein bisschen. Einfach ein doppeltes Gewicht. Ja. Das schadet ja nicht. Ich kann mal farmen. Ich habe ja Spaß an Farmen, so ist er nicht. Ja, eben.
Warum sollen sie das verdorben werden durch dieses zu viel Gewichtdings? Und beim NOS konnte ich halt nichts einstellen, ey. Nix. Nur Zombies, wie viele? Stärk? Ja, nein. Ja. Wir können okay, einen Teleport raus benutzen, wa? Ja klar, mal schauen, wo wir da hinkommen. Und das Banditenlager, ob das noch da ist. Es gibt noch so ein Dungeon. Ich habe noch so einen gefunden, ich weiß ja nicht, wo der ist. Vielleicht auch in der Nähe von diesen Port-Dingen. Ist vielleicht immer irgendwas, damit es einfacher ist. Ich hatte versucht, auch diese Pilze abzufarmen, aber geht nicht. Ja, da habe ich auch mit der Axt drauf gehauen. Okay. Voll witzig. Aber wie viel hier drin ist, Alter. Wie entwickelt man denn so ein Spiel? Tut man in der 0.1-Version alles rein, dann tut man das 2 Jahre im Early Access lassen und dann... Was macht man in der Zeit? Ich verstehe halt nie die Zeit nach Early Access. Die kriege ich irgendwie nie so mit. Ich spiele es dann so, je nachdem wie gut es ist, und dann spiele ich es vielleicht noch irgendwann, dann hat sich nichts verändert und dann lasse ich es halt dann. Naja. Ich finde, dass die ersten Versionen, wenn es viel enthält, schon gut sind. Definitiv. Es gibt keine Taste für nichts tragen. Hm. Die Taste 2 überhaupt. Oh, dann schon verlassen, weg hier. Jo. Jo, wieder genau hier vor der Tür. Mit Musik hier sogar. Windstiegkügel. Und wie schaut das aus, wenn ich jetzt hier verschwinde in 4 Minuten? Level 13 Boss. Ach so, okay. Das ist also das Save-Boss gewesen, haben wir ja gesagt bekommen. Ah ja, da sind die Banditen. Pinguine gegen unsere Wächter. Ja, also geil. Genau. Dann gehe ich mit meinem Speer dahin. Ich sehe nichts. Scheiße, ist es dunkel, Alter. Ah, hier vor. So, das ist der Pinguin. Hier, komm her. Ach, die schießen mit. Schau, egal. Ich steche ihnen ein Ding ins Gesicht. Yo, du grillst sie. Ich hab das halt direkt am Anfang getestet, das wegen Dingschaden. Ah, geil, befreien, jawoll. Super, haben wir schon. Ja, dann befreit mal. Befreien mal hier. Was ist denn das für ein Knuffi? Haben wir Floppy. Mag Orte mit viel Grün. Leider häufen sich unter Floppy neuerdings immer mehr Fälle von Heuschnupfen. Ach, kannst du auch? Hast du auch ein Floppy für dich? Nein. Weil bei dir hat es auch so aufgemacht, das Ding. Ja, ich konnte den Käfig nochmal aufmachen. Aber ich konnte keinen Vieh rausholen. Aber die können wir bestimmt irgendwie vermehren oder hin und her schieben. Voll im Nahkampf hier. So, ich habe keinen Fackel mehr. Ich bräuchte direkt Tasten 1 bis 4 oder irgendwas für diese Waffen. Achso, es gibt sogar halt Standfackeln. Lernen. Oh, ich habe einen Stein gelootet. Sorry. Einfach zu viel. Was kann die denn? Saat, Handwerk, Arzneimittelherstellung kann die. Ja, das ist gut. Transport, Sammeln. Mögliche Beute, Schwachmedizin und Weizensaat. Wenn dieser Pal im Team ist, erscheint in deiner Nähe und macht sich selbstständig auf die Suche nach Gegenständen in der Umgebung. So einer ist das. Was schießt du denn? Ich sehe gar nichts. Oh, da ist noch so ein scheiß Luki. Genau, wenn man hier länger abhängt, verschwindet dann das ganze Dorf einfach alles. Ich hatte nämlich die ganzen Fähigkeiten der Tiere gelesen, dann ist es einmal weg gewesen. Ich war auf dem Käfig oben drauf und dann war er weg. Runtergefallen. Ach, hier ist eine Kiste. Da sind meistens so Schlüssel drin. Perfekt.
Stahlschlüssel habe ich hier. Grüner. Ja, was wir neu haben, ist Schwefel. Ich habe da genau 111 Schwefel, wiegt 333 Kilo. Stark. Schöne Schnapszahl hier. Brauch ein Tier, das Licht hat. Ich sag's dir. Ach du, lol. Das war schon, hast du das schon geschwächt gehabt? Ich weiß, ich habe auch geworfen, ich hab mich gesehen. Ne, der stand da so rum. Wer hat das jetzt? Du? Ich hab's gefangen. Okay, geil, passt. Ich hab gedacht, hä? Das ist so wenig Leben. Und? Passt. 2 von 10 von den Pinguin-Dingern. Ach, das ist wirklich zu viel. Wegen was denn? Das habe ich eigentlich gesagt. Weizensaat, Eisdrüse. Ach so. Halbes Kilo aus der Eisdrüse. So eine Kacke. Da muss ich ein paar Beeren da lassen. Geht ja. Hunger. Ja, Giftdrüse, ich bin zu schwer. Ah, ich habe Bären da angelassen. Vorsicht, da schießen welche. Auf dich, das sind in der Nacht die Depressors. Können wir noch holen. Ich schaue mir mal den rechten hier. Nee, verdammt. Stopp. Nein, nochmal, stopp. Nicht töten. Oi. 70%? Wie, was denn? Digga! Du bist fast tot, du hast ein Leben. Ja. Was ist denn mit dem? Hallo? 70%? 80, 86? Jetzt habe ich ihn. Ist oft bei mir so. The fuck, Alter. 20 Bälle für den verbraucht. So, was habe ich denn da noch? Ich habe einen Rubin. Ach so, das hast du auch gesagt, sowas beim Händler, viel Preis. Okay, ja. Okay. So, erstmal nach Hause, bin maximal voll. Ist hier so ein Pokéball? Was ist das? Voll wie ein Bruchstück. Ja, kannst vergessen, nehme ich nicht mit. Ey, ich brauche eine Anzeige von dir auf der Map oben. Kacke so. Ich bin beim Vorstein. Ich sehe es. Aber. Alles wird angezeigt, nur der Kollege nicht. Der Kollege nicht hier. Tju. Hammer. Ja, immer am Spritzen der andere. Der Wahnsinn. Jetzt kann ich irgendwas Wildes Neues herstellen. Ich habe nämlich geskillt, welche in der Dungeon war. Gibt es keine größeren Kisten? Okay, ich. Haben wir irgendwo Eisdrüsen? Alter, wie viele Eier wir hier noch haben? Achso, Munition kann ich stapeln hier sogar. Minderwertige Munition. Ich hatte hier raus, ne, das ist das gleiche. Der Rubin wiegt 5 Kilo, ey. Ich dachte, ich behalte den, wenn ich. Nicht da farmen, also wenn der Händler kommt, aber der Händler kam bei mir am Anfang durchs Dorf einfach durchgelatscht, stehen geblieben. Leder, Weizensaat, hübsche Blume. Okay, jetzt schau ich mal, ich habe gelernt zum Herstellen, das was wir herstellen müssen hier, zu Progress. Und zwar baue Pulswärmwerkbank. Okay, versuche ich. Ja. Okay, die ist etwas groß, aber hier ist ja eh nichts. So, dann
Komm mal dahin und bau mal einer, mal auch da mal einer hier, nicht nur ich immer. Ich muss noch die Kühlbox hinklatschen, die andere. Schau mal, was die braucht. Metallbarren, ja, dann soll mal jemand schmelzen hier. Max sind 22, mach mal 11, 11, oder? Stack. Perfekt, perfekt. Hab ich auch noch so einen dabei? Nee, gell? Doch. Okay, der andere hat, bei dem anderen funktioniert es nicht so perfekt. Also der macht es zwar, aber das zeigt es nicht an. Es sind keine Gegenstände in der Warteschlange. Wieso nicht, Max? Ah doch, jetzt... Okay, spuckt er auf Feuer. Cool. Ich muss ja für mein Tutorial mal noch 8 Pokémon... Was muss mit Tutorial? Das war kurz abgehakt. Ich muss fürs Tutorial noch 8 Pokémon fangen. Ach so, ja, das geht ja. Ach, ist die Bank fertig? Die Pal-Bank. Was macht die denn? Naja. Was macht die denn für Schmarrn? Pokébälle bauen. Nur das? Wozu? Ja. Da haben wir doch eine extra Bank. Später bessere Pokébälle. Du kannst später bessere Pokébälle bauen. Ja, ja, die kann ich skillen, damit ich sie baue. Ach so, okay. Ja. Vielleicht geht's da ja schneller, besser, schöner. Technologie. Megasphären sind das. So. Ich habe irgendwo, glaube ich, in der Ding, in der Kiste welche. Also, was kann ich denn hier lernen? Mega-Enterhakenpistole gibt es ja auch noch. Hä, ist nicht das Ding, was wir hatten? Ne, es gibt Enterhakenpistole, habe ich geskillt. Dann gibt es eine Mega-Enterhakenpistole. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch noch eine Scheiße, Mann. Futterbeutel, tragbare Laterne. Großer Futterbeutel. Einzel-Sphärenwerfer. Was heißt das? Mit ein Hilfsmittel zum Verschießen von Sphären. Mit diesem Sphärenwerfer lassen sich Pals auf große Distanz fangen. Für die Herstellung wird Waffenfließbandwerk benötigt. Ja, klar. Ich schaue, was ich mit diesem antiken Funken noch mache. Damit kannst du das Pal... Also ein Safter, damit kannst du aus Pals derselben Spezies ein Konzentrat erstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Achso, tust du einen melken und der andere hast du stärker. Ich weiß aber eh nicht genau, was ich da bei wem was machen soll. Glutkasten hast du ja schon, bei euch nicht, dann brauchst du einen Beuteldings. So ein Futterbeutel für uns. Also. Oh, immer vor uns, Digga. Boah, Mann. So. Beutel. Hier. Willst du auch so einen Futterbeutel? Dann steckst du das Futter da rein und dann ist er automatisch. Zack, mal 2. Kleiner Futterbeutel, normal, okay. Du kannst eh nur einen. Es gibt klein, normal, großer, riesiger und gigantischer. Ja, klar. Einfach übertrieben. So, du wolltest noch so Waffen halt hier. Tools wolltest du noch. Ja. So kommt denn keiner von den Ärschen. Was ist denn das? Ist der Boss hier bauen oder was? So eine Scheiße. Was liegt denn bitte in meiner Tasche so viel? Ach Gott, ich depp hab die scheiß Steinkohle dich aus. Mann, bin ich ein Held. Ich bin hier on Tour mit der Steinkohle auf der Tasche. Geil. Ich hab den Futterbeutel gebaut, aber ich finde den nicht. Ach, der ist bei wichtiges Objekt oben im Inventar, der ist gar nicht. LOL! Das sind noch andere Sachen. Inventar oben kannst du umschalten. Hä? Ja, gut. Ich habe jetzt 2 Beutel und ich kann sie nicht da rein tun. Löst den Nahrungsslot aus, die dir von deinem Pals. Ach so!
Achso, ich kann gar nicht noch einen irgendwie nehmen. Was zum Fick? Mit dem Futterbeutel ist komisch. Ich, ist es was? Was ist das denn? Abwerfen. Geht gar nicht. Das ist ein Item, was ich nicht weitergeben kann, irgendwie so. Das ist ein wichtiges und ich kann es nicht ändern. Ich habe jetzt zwei Beutel. Besitz zwei, ich kann die auch nicht abwerfen. Ich könnte vielleicht noch eins machen, dann musst du es rausnehmen. Machen wir, wenn du da bist dann. Okay. So, jetzt kann ich vielleicht die Kühlbox bauen. Mal schauen. Jo. Nehmt Lagerfeuer, glaube ich. Ist die am besten aufgehoben. Jo. Ich. Muss ich 28 Sekunden mal lochen. Ah, jetzt kommen welche. Da sind sogar drei eigentlich geplant. Jetzt geht er wieder. Hey, der klopft zweimal drauf und geht dann wieder. Jetzt kommt noch ein anderer. Hab ich Kühlbox. F. 2-3 Slot-Dinge. Ich tu mal da 9 Minuten 40 in der Kühlbox. Genauso lang. Mir die irgendwie aktivieren? Sicherheitseinstellung. Verriegel Passwort. Nee. Okay. Die Bären halt 9 Minuten 20. Tu es rein. Ist immer noch so. Ändert sich nichts. Tu es nochmal raus. Nee. Keine Ahnung. Aber jetzt ist eine Kühlbox, soll ich machen.